Moin, was geht ab? Heute wieder pünktlichst um 12 Uhr ein Video, wie jeden Tag. Heute mal mit einer Waffe, die wirklich einfach Allrounder-Beast ist. Einfach für Rebirth mit Abstand das beste Allrounder-Beast. Kann man mit einer AR spielen, kann man mit einer Sniper spielen. Es gibt um nichts anderes als die Milano. Das ist das Bild von der Milano. Es ist wirklich, diese Waffe kannst du zu allem dazu spielen. Egal ob zu einer Pistole, zu einer AR, zu einer weiteren SMG, zu einer Sniper, zu allem drum und dran. Ich habe hier euch ein geiles Gameplay mit der Waffe erspielt. Macht euch ein eigenes Bild davon. Probiert das Bild aus. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like, Abo und die Glocke anmachen. Nicht vergessen. Ansonsten ganz kurze kleine Eigenwerbung. Ich streame täglich jeden Tag auf Twitch. Ihr werdet mich nicht verpassen dort. Ich streame eigentlich wirklich so gut wie den ganzen Tag dort. Gerne auch abchecken. Fackeln wir nicht mehr lang rum. Viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Oh ne, RAT, nein, ich brauch sofort eine andere Waffe. RAT, ich mit der spiel ich nicht. Ich so eine Rattenschleuder, die Waffe. Ich bin gar nichts. Alles gut, du brauchst mich gar nicht versuchen, mit RAT zu töten. Du hast es eh geschafft, alles gut. Und ja, es gibt bei VPN auch Stimme-Runden, aber im Vergleich viel weniger als Ding. Weißt du, wenn ich mit Malik spiele, was die für Lobbys bekommen? Immer wenn ich mit Mike gespielt habe, immer habe ich fast nur Freundes gedroppt. Die sind alle auf YouTube. Es gibt natürlich aber auch natürlich klar da auch starke Lobbys. Das wäre auch, will ich auch gar nicht abstreiten. Aber all in all, wie gesagt, wie du schon sagst, ist viel leichter. Und das, der Stichpunkt, was der größte Stichpunkt bei VPN-Lobbys, was viele Leute gar nicht mit einbeziehen, ist, dass die Lobbys einfach am Leben sind. Na, in EU-Lobbys sind die Lobbys nach einer Zone tot. Oder nach der ersten Zone sind die EU-Lobbys tot, mit 20 Leuten noch am Leben. Bei VPN-Lobbys sind die in der dritten Zone noch einige Leute am Leben. Weißt du, was ich meine? Alex, danke für 11 Monate auf Stufe 2. Das hat viel Liebe dafür, Alex. Dankeschön dafür. 11 Monate auf Stufe 2. Und ich hätte alle, die auf Start sind, auch viel Liebe da. Bei mir 10 von 8 Runden schwitze ich mit VPN. Ja, aber dann schaue ich mir. Jetzt sehe ich andere Leute und die spielen die ganze Zeit. Jeden Tag, den ganzen Tag 08er, 07er Lobbys. Also irgendwas stimmt da nicht. Ist da der falsche Aufsatz drauf? Schießt du mit Scarf? Ja, Edik. Ausrufezeichen Controller. Warum lachst du mit Malik? Was war das jetzt, Mike 6? Moin, Malik. Alter, wie wenn der Teufel ruft, Digga. Ich schwöre. Ich schwöre auf PC. Nee, weil Mike 6 meinte, das Ding. Ob die Lobbys nicht so leicht sind, wie ich sage. Und dann meinte ich, ja, wenn ich mit dir spiele, habe ich immer Bot-Lobbys. Also so gut wie. Das ist auch richtig, ja. Ich habe ja auch nicht gelogen. Regel Nummer 1, ich würde niemals am Stream lügen. Du hast gerade deinen Spawnschutz verloren, du Dulli. Ja, beim nächsten Mal schießen wir nicht in der Luft einfach dumm rum. Was ist das für ein Account? Main Account. Warum so weird der Name? Mach mal Ausrufezeichen Name. Schaut Herz hier. Nase juckt. Schimmer. Hallo? Ohne Self-Revive. Das ist der Python-Kampf. Babababababab. Chill. Ohne. Komm, push mich. Ey.
Ist da wieder im Turm einer? Ey, also wirklich, also können wir, Chat, jetzt mal ehrlich, wer ist denn von Anfang an des Streams dabei? Und wie oft jetzt hat, also, ich glaube, in jeder einzelnen Runde war doch jetzt jemand im Turm drin, oder? Also, ist mal no joke. Tommy kann dann geliefert worden. Albert Verlinde. Wo ist meine K? Ah. Hä? Wo ist meine K? K! Nein! Ah. Nein, nein, warte, ich erkläre dir das Regelwerk. Warte mal, Sex. Wollen wir Mentor eigentlich ein Follow? Ich sag dir das Regelwerk, okay? Also, du vergisst das Format nicht, das war du Customs, ne? Du Customs. Du Customs. Okay? Ich sag jetzt die Placement-Punkte. Erster Platz. 30 Punkte. Zweiter Platz. 20 Punkte. Und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen. Malik, bitte, sag mir 30 Punkte für ersten Platz. Du Customs. Du musst dir vorstellen, jemand, der 0 Kills macht oder 1 Kill macht und dafür den ersten Platz macht, macht mehr Punkte als wir mit 14 Kills irgendwie. Habt ihr irgendwas Dritte was bekommen? Es war eh nur 50 Euro Preis, also nur 50 Euro Preisgeld, ne? Aber habt ihr irgendwas bekommen? Nee, ne? Malik, du kannst echt froh sein, dass du nicht dabei warst. Es ist echt, also es war wirklich. Ich hab mich, du kennst mich, ich reg mich eigentlich wirklich selten. Also ich reg mich über Turniere oder so, reg ich mich nicht auf eigentlich. Aber, Bro. Also es ist einfach nur schrecklich gewesen. Schrecklich. Ich war teilweise, ich war nicht sauer auf Performance und so, wir haben ja gut performt. Es war einfach das Ding, du konntest einfach nicht gewinnen, wenn du nicht erster Platz wurdest. Weil wie willst du denn 30 Punkte aufholen? Ich bin immer noch der Meinung, dass ich eines der besten Rebirth-Turniere gemacht habe. Ich bin immer noch der Meinung. Moin, Baby. Mal Turnier ohne Preisgeld und Turnier ohne Preisgeld haben keinen Reiz. Mal 6. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Bin ich. Aber ich, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass ich Safe Call das beste Turnier gemacht habe. Vor allem mit den Mods und so weiter. Ey, Controller, bitte jetzt spinn ich. Bitte. Endgame. GG's. Ich save das Kabel. Moin, Half American.